Moin liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Gears Assassin's Creed Black Flag. Nach einer kleinen Pause geht's heute endlich wieder weiter mit unserem Lieblingsassassinen. Auch wenn wir gerade eine kleine Mission offen haben, ist das nicht heute unsere Aufgabe. Denn wir wollen ein bisschen... Ja, das machen, was wir eigentlich in den letzten Folgen gemacht haben. Nämlich erstmal die Stadt erkunden. Das war viel Aufmarsch gerade hier so ein bisschen an Leuten. Aber gucken wir mal. Warte mal. Ich möchte gerne mal auf die Karte gucken. Was wir noch so offen haben. Steht aber nicht jetzt irgendwo, was wir noch so allgemein zu tun haben. Also wir haben alle Aussichtspunkte. Das ist erstmal das Wichtigste. Hier sind noch ein paar Sachen. Hier sind noch Animus-Fragmente. Da auch. Aber voll in einem... Im Dings da. Also viele... Oh, hier ist noch ein... Hier ist noch eine Truhe. Die nehme ich mal mit, auf jeden Fall. Okay. Dann nehmen wir die auch. Nehmen wir die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Animus-Fragmente besorgen muss oder was auch immer. Also ich würde sie halt gerne machen. Klar, so nebenbei. Ist, glaube ich, noch ein Shanty, oder? Ne, Manuskript. Hier ist noch ein Shanty. Wäre zum Beispiel noch einer. Dann reisen wir mal dahin und holen uns das Shanty. Entschuldigung. So, dann machen wir hier mal hin. Kann ich da jetzt eine Schnellreise machen? Genau. Das war jetzt der Gedanke dahinter. Jo. Deswegen habe ich alle Punkte erstmal freigeschaltet, Genau, was haben wir denn? Assassinenaufträge haben wir noch keine. Wir haben 5 Truhen, die noch fehlen. Ich hätte gerne mehr Informationen gehabt. Dankeschön, dass ihr das sehr schnell wegblendet. So. Und ab in den Heuhaufen! Moin! Nochmal, ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen hier töten müssen, sondern ich werde jetzt hier ein bisschen entspannt. Hier da ein bisschen... Wow. Die Stadt... Was ist denn der Sea-Shanty? Der ist da oben, ne? Ich geh mal da hoch. So. Wir müssen ja... So, da wäre der Shanty. Der läuft jetzt... flattert jetzt natürlich weg. Scheiße, ich hab den verpasst, ne? Shit. Moin! Das heißt, wir müssen, glaube ich, nochmal dahin, oder? Was haben wir denn hier? Minispiel. Okay. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber hier... Naja, egal. Wir machen es trotzdem erstmal noch weiter und gehen eine Truhe kurz besorgen, die hier vorne irgendwo ist. Shanty ärgert mich gerade, dass ich den verpasst habe. Ich war eigentlich schön da dran, ich habe den nur dann irgendwann verloren. Aber gut. Ja, das Wichtigste ist erstmal die ganzen Truhen. Moinsen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich lasse die Leute jetzt erstmal so stehen. Mir wurde nämlich gesagt, tatsächlich die spawnen dann neu, wenn man erstmal wieder neu, in die Stadt kommt, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ich guck jetzt gerade mal, wo haben wir sie denn, die Truhe? Muss hier hinterstehen, ne? Ja, da ist es. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie doch schon. So, aber eine weitere Truhe. Nummer 16. Ja, wieder 130 Real. Gucken wir nochmal. Da oben ist noch eine weitere. Ich habe da... Wir machen erstmal heute die Truhen wahrscheinlich. Also wir werden jetzt nicht zu 100% alle Sachen finden können, aber ich werde mir das Spiel ein bisschen genießen. Ich will es nicht runterrotzen, sondern wir machen jetzt einfach ein bisschen entspannt Assassin's Creed und genießen. Das ist halt so genau das. Keine Sorge, die lassen uns jetzt gerade so ein bisschen in Ruhe. Wir müssen ja nicht unbedingt... Oh, es gibt frischen Fisch. Was? Fisch einfach. Frischer Fisch, mein Fisch ist immer frisch.
So, achso, ist die Lobe links. So, gehen wir mal kurz hoch. Ja. Warum haben wir denn die Truhe? Die ist hier. Nummer 17. Nummer, Fehl Nummer 3, Silberkrüge, Silberkette und ein bisschen Geld. So, was haben wir denn hier? Ach, eine Taverne. Okay. Nichts. Also gut. Warte mal, ich guck grad noch. Wir müssen noch ein paar Truhen haben irgendwo. Es fehlen ja noch 3. Meines Wissens, wenn ich richtig gerechnet habe. Hier ist noch eine. Da sind sogar 2. Wo ist denn die dritte? Wir haben ja 17, ne? Hier wäre noch. Ach, hier hinten ist die. Okay. Dann machen wir erstmal das in Anführungszeichen ungefährlichere Übel. Und holen uns die außen und dann gehen wir rein in das rote Gebiet, das Sperrgebiet und holen uns die letzten 2 und dann hätten wir sie alle. Ja. Und dann machen wir Feierabend für heute. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal heute ein bisschen was zu tun. Schätze ich mal, würde ich sagen. Ja, genau. So, wir fehlen uns noch 3 Truhen, 3 Notenblätter, 10 Animus-Fragmente. Die werden als nächstes dran. Ja, ich hätte gerne mal einen Überblick gehabt. Ich lasse jetzt erstmal alles in Ruhe, was jetzt hier rumläuft. Ich werde nur erstmal mich so unauffällig wie möglich verhalten und ja, wie gesagt, Truhen sammeln. Ja, erstmal noch nicht. Ich glaube, die ganzen Kämpfe und alles drum und dran, das kommt doch alles früh genug und das wird noch alles so kommen und passieren und was auch immer. Macht euch da überhaupt keine Gedanken. Oh, das ist ein Shinty, oder? Ja, das ist ein Shinty. Hurra! Ne, ist ein Animus-Fragment. Die Truhe ist auf dem Schiff. Aber da ist trotzdem ein Shinty. Und zwar da vorne. Selbst ein Shinty wieder hinterher, anstatt die Truhe zu holen. Nein! Scheiß Angler! Sitzt mir nicht im Weg! Jawohl, ich hab ihn! Jawohl, ich hab ein T-Shirt, und zwar Nummer 5! Ein Derby Ram! Na gut, da verkenne ich mich nicht mit dem See, mit den ganzen Seedingern aus, beziehungsweise mit den ganzen Shanties aus. Ich kenne den Wellerman, ja. Oder den Drunken Sailor. Das ist so quasi mehr oder weniger das Einzige, was ich so quasi mehr oder weniger kenne. Gut, dann haben wir die nächste Truhe und wir haben, wie gesagt, das vorletzte Sea Shanty, den drittletzte. Dann hätten wir die auch fast weg und dann fehlt es tatsächlich nur noch diese ganzen Animus-Fragmente. Oh, ich glaube, wir kriegen sie tatsächlich sogar doch hin. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich sogar noch hin. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich will mich dann jetzt auch... Ja, eigentlich will ich mich da schon mit ewig aufhalten, muss ich zugeben. Aber jetzt erstmal... Jetzt werden wir nämlich wieder heute ein bisschen fighten, weil wir müssen nämlich uns heute hier hinbewegen. Na, Katze? Ja. So, gucken wir mal. Also, Aussichtspunkte haben wir alle durch. Assassinenaufträge machen wir noch nicht alle durch. Die machen wir auch noch ein bisschen. Und ich mich nervt es gerade, dass sich das ein bisschen so wegblendet. So. Warte mal. Ach so, das war jetzt eigentlich nicht der Gedanke dahinter. So. Ich wollte jetzt eigentlich nicht synchronisieren. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich... So. Gut, die Truhe nämlich holen. Und das machen wir heute auch. Oh, happy. Ist ja so, dass wir schon mal hier waren. Wir sind nämlich durch den Haupteingang, glaube ich, rein, oder? Damals. Und wir werden jetzt erstmal, wie gesagt, heute uns die 2... Meine? Ah,
Ja, das war natürlich super genial, dass ich das jetzt gemacht habe, dass ich da komplett reingefightet habe. Rüsten wir mal, ich weiß mal. So, haben wir sie alle? Ja, scheinbar. Okay. War jetzt eigentlich nicht der Gedanke dahinter, aber gut. Warte mal, ich kann mir plündern. Ich guck mal, ob die noch irgendwie... Ob die noch irgendwelche Rauchbomben haben. Warte mal, wie kann ich die plündern? Hier. Mit Kreis. So Kohle haben sie noch. Die sind alleine umgefallen. Ich kann nichts dafür. Ah gut, ich kann ja beim... Ich kann ja auch beim Händler neue kaufen. Wir haben ja ein bisschen Kohle in der Tasche. Da ist noch, wäre noch eine Plünderung möglich. Aber die haben alle nur Geld. Ich muss mal die Tour markieren. So, ich guck mal gerade. Ja, scheiß Truhe, weißt du? So. Scheiße, Truhe. So. Ich lasse euch in Ruhe. Hier ist die Truhe. 19 von 20. Ich mach mich mal weg. Ich bin mal wieder weg. Ich lasse euch mal wieder in Ruhe. Warte mal, da fehlt der zweite, ne? Da ist noch der zweite drin. Die letzte, quasi. Die ist nämlich hier. Ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt uns mitten in die Feinde reinhauen, aber... Da sind noch welche, aber ist egal. Die werden noch bewacht jetzt, oder was? Was haben wir denn da unten? Da sind noch zwei. Da ist noch einer. Ich will die scheiß Truhe haben. So, wir haben alle Truhen. Und jetzt verpisse ich mich wieder. So, kann ich hier mal aus dem Speer... Also hier wären noch zwei Animus-Fragmente, die ich mir noch mitholen will. So, alle Truhen haben wir jetzt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir machen das Ding jetzt noch clear hier, das Gebiet. Weil die zwei Animus-Fragmente hole ich mir noch. Da fehlen nämlich auch nicht mehr so viele. Und dann hätten wir sie auch.
Ich nicht hoch? Nee, kann ich aber nicht. Ich muss ja da wieder hoch. Das Mögliche ist halt. Ich meine, es sind scheinbar noch genug Feinde rum, drumherum, aber... Ich muss da erstmal rauf. Nee. Aber hier geht's wirklich. Das war jetzt eigentlich nicht sicher. Gott sei Dank haben wir es auch irgendwie rechtzeitig hingekriegt. Komm mal her. Ich hab doch nichts gemacht. Komm her. Bisschen in einem Animus-Fragment, weißt du? Ich glaube, wir sollten hier noch gar nicht sein. Das ist oben, ne? Ja, lass mal den da oben stehen. Hey, du! Alto! Oh, der ist da drin! Der ist da drin! Der war da drin. Komm raus hier. Mein Freund. Ah ja. Oh, ein Schütze. Ach ja, ich kann ja nichts mehr tun. Die hat mir gerade extrem getan. Tschüss. So, ich muss jetzt gerade nur mich mal bekrümeln. Ich weiß, dass er oben ist, ja. Moin. Oh, das ist ja nicht oben. Aber jetzt schauen wir uns ja ruhig unten und der kann nichts machen, weil er da drin festgepackt ist. Okay, why not? So, der Lebensenergie ist wieder hergestellt. Ich kann also quasi mich wieder in irgendwelche Feinde. Vielleicht irgendwelche Feindkämpfer bewegen. So, wir gehen. Lass ich mal gerade sein. Ich gehe nämlich hier außen rum. Kann ich da hoch? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Das ist ein Kurier. Okay. So, dann gehen wir da hoch und holen uns das Fragment. Und hatten damit Nummer 7. So, da fehlt noch eins und dann machen wir Feierabend für heute. Das ist nämlich hier. Oh. Besuch. So, hier ist der Punkt und da muss das ein Fragment in der Nähe sein. Das ist bestimmt oben drüber. Ja, das ist da oben. Ist das, ja, das ist da rechts an dem Fenster hier. Ich sehe es ja gerade, da muss es leuchtet. Nein! Ich will jetzt eigentlich da hoch, Mann!
So, das wäre dann tatsächlich... Moin! So, dann haben wir's. Dann haben wir tatsächlich hier das Gebiet clear. Als nächstes werden wir uns das Sea Shanty holen und das weitere Fragment. Dann machen wir hier unten weiter alles sauber. Ich hüpfe mal kurz hier irgendwo rüber. Kann ich da hin? Ja, kann ich. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit den Animus-Fragmenten und den Sea Shanties. Bis dahin. Tschüss.